Hallo und ganz, ganz herzlich willkommen bei All Eyes on Roundtable. Schön, dass Sie mit dabei sind. Unsere heutigen Themen sind die Stadtplanung der Zukunft, die Gestaltung flexibler Räume und eine wachsende Vielfalt an Mobilitätsformen. Wir haben interessante Gäste für Sie eingeladen. Zugeschaltet ist heute Una Hawks-Strathern. Sie arbeitet als Trendberaterin für Unternehmen im Wohnbereich, im Bausektor oder auch in der Innenarchitektur, aber auch in der Stadtplanung und in der Immobilienbranche. Sie ist auf Kongressen in ganz Europa unterwegs und hat auf verschiedenen Messen und Festivals bereits gesprochen. Neben Publikationen in verschiedenen Medien veröffentlicht sie vor allem auch den jährlichen Home Report des Zukunftsinstituts über die Zukunft des Bauens und des Wohnens. Ebenfalls zugeschaltet ist Professor Nikolaus Hafer-Maas. Er ist ein international anerkannter Designer, Künstler und pädagogischer Vorreiter. Mit der Berliner Innovationsagentur Graft Brand Lab gestalten Nick und sein Team die Beziehung zwischen bahnbrechender Technologie und dem Menschsein. Als Dekan am renommierten Art Center College of Design in Pasadena, Kalifornien, hat Nick den Fachbereich visuelle Kommunikation revolutioniert. Last, aber ganz bestimmt nicht least, hier bei mir im Studio, Lutz Dietzold. Er ist seit 2002 Geschäftsführer des Rat für Formgebung. Er ist Mitglied des Beirats der Mia Seeger Stiftung und Vorsitzender des Vorstands der Stiftung Deutsches Designmuseum. Darüber hinaus ist er Mitglied in zahlreichen Gremien und Jurys sowie im Projektbeirat für den Bundespreis Ecodesign des Bundesumweltministeriums. Also ganz großartige Gäste. Vielen, vielen Dank, dass Sie heute da sind. Ich freue mich auf eine angenehme Runde. Und ich schlage vor, wir fangen auch direkt schon an. Meine allererste Frage geht an Nick. Nick, Sie beobachten natürlich die ganze Welt und vor allem auch die Architektur auf der ganzen Welt. Welche Trends fallen Ihnen denn da auf und was beeindruckt Sie? Ja, also den größten Trend, den ich beobachte mit Faszination, ist wirklich, dass Architektur als Disziplin in eine Networked Thinking Discipline sich verändert. Also statt dass man jetzt Architektur als so eine Silo-Discipline sieht, sehen wir viel mehr Überschneidungen zwischen Architektur, Mobility, Energy, AI, aber auch Social Sciences und Art. Und das schafft einen neuen Renaissance-Approach, würde ich sagen. Und daraus resultieren dann auch neue Network Solutions. Ein Beispiel zum Beispiel, was Graft Architects vor wenigen Jahren gemacht haben, ist sowas wie ein Plus-Energiehaus, wo das mehr Energie produziert, als es eigentlich braucht. Und damit wird dann gleichzeitig die E-Mobility, das Elektroauto, gecharged. Und damit bekommen dann Leute kombinierte Solutions, die Leben und Mobilität in den Städten zusammenführen. Gleichzeitig werden durch viele Sachen, die im Moment passieren, sei es die Klimakrise, Covid, werden Urban Architecture auch neu programmiert werden, reprogrammiert werden. Wir hören ja sehr viel, dass also Retail Spaces sich verändern, Workspaces sich verändern. Und wir werden jetzt eine ganz große Transformation in unseren Städten höchstwahrscheinlich erleben. Dabei fällt mir ein Begriff von Nicholas Taleb, der hat das zur Bankenkrise 2008 gesagt. Er hat diesen Begriff Anti-Fragility nach vorne gebracht, wo er gesagt hat, das Gegenteil von Fragilität ist nicht Robustness, weil das nämlich steif ist und unflexibel, sondern was wir brauchen als Gegensatz zu Fragilität ist eigentlich ein flexibles Reagieren. Und diese Idee der Antifragilität schafft es, dass Systeme, je mehr Stress sie erfahren, desto besser werden sie eigentlich, desto flexibler werden sie eigentlich. Und ich hoffe, dass das jetzt in der Architektur im großen Stil passiert, dass wir flexible, antifragile Systeme haben. Dann warten wir ab, was passiert. Es bleibt spannend. Vielen Dank dafür. Also ein Thema, das wir angesprochen haben, war die Nachhaltigkeit im Baubereich. Una, wie ist das denn im Bereich Innenarchitektur? Kann man da auch sagen, dass zum Beispiel Materialien nachhaltiger werden, dass recycelte oder recycelbare Materialien vielleicht auch gefragter sind als früher? Ja, ich glaube, was interessant ist, je mehr Zeit wir in unsere Wohnung verbringen, je mehr Zeit wir mit unserer Möbel, je mehr Zeit wir verbringen auf unseren Sofas jetzt oder am Schreibtisch in unserem Homeoffice, je mehr wir das wahrnehmen, woraus die Materialien gemacht sind, wir haben eine andere Beziehung. Wir können sagen,
dass wir die viel mehr wahrnehmen, dass wir bauen eine andere Beziehung auf. Wir können auch überlegen in die Zukunft, wie wir die Materialien besser gestalten. Ich glaube, einfach die Bedürfnisse im Zusammenhang mit Ökologie wird auch wichtiger in die Zukunft, weil man merkt schon, die Bewegung zur Authentizität ist gestiegen in die letzten Zeit. Authentische Materialien, dass wir unsere Einrichtung auch da überlegen, was wir kontrollieren können. Wir können nicht mehr kontrollieren, was außerhalb unserer Wohnung passiert, auch mit Luftqualität und so. Und das wird dann wiederum wichtiger, dass wir überlegen können, was wir in unserer Wohnung machen können. Und was ich sehe, ist ein, ja, so könnte man sagen, fast eine Bewegung weg von Authentizität, ein bisschen mehr so Aktivismus, dass man sagt, was sagen unsere Tische, unsere Möbel, unsere Einrichtungen über uns, unsere Values, unsere Gedanken, unsere Philosophie. Und das, glaube ich, wird noch wichtiger in die Zukunft. Wir haben alle erlebt, dass wir mehr Zeit zu Hause verbracht haben. Und vielleicht haben wir auch gemerkt, wir haben unser Zuhause vernachlässigt, auch im Zusammenhang mit Ökologie. Und da ist hier eine große Chance eigentlich für die Möbelmanufaktur, für die Inneneinrichtungen, dass man einfach diese Chance jetzt aufgreift und sagt, wir können was tun, wir können viel bewusster unsere Sachen auswählen und besser überlegen, was wir in unser Privatraum bringen, sozusagen. Also Wohnraum auch ein Stück weit als Identität, sehr spannend. Nick, andere Frage, wenn wir über Wohnraum sprechen, der ist ja auch aufgrund der Krise jetzt sehr viel flexibler geworden. Wohnen, arbeiten, muss alles irgendwo reinpassen. Was bedeutet das denn für die Raumgestaltung? Ja, ich denke, dass man hat ja sehr viel von der Work-Life-Balance gehört und darüber gesprochen. Und ich glaube, wir bewegen uns jetzt von der Work-Life-Balance, wo Work und Life immer sehr voneinander getrennt waren und miteinander ausbalanciert waren, jetzt eher in eine Work-Life-Fusion. Und was bedeutet eine Work-Life-Fusion, wo das Leben und das Arbeiten mehr zusammenwächst, eigentlich für unsere Räume? Und ich denke, das ist auch eine tolle Opportunity, und zwar den großen Remix zu machen. Der große Remix, wie wir in urbanen Räumen arbeiten, was für Strukturen wir arbeiten, wie wir leben, wie wir spielen und in welchen Räumen wir das tun. Das heißt, es dreht sich darum, bessere Arbeitsbedingungen in unseren Domestic Space reinzubringen. Auf der anderen Seite aber auch in den vielen großen Bürokomplexen, wie man dort bessere Lebensbedingungen reinbringt. Also to bring work into home, to bring home into work. Und wenn man das auf einer größeren Scale sich betrachtet, dreht es sich halt auch darum, wie im Grunde ganze urbane Bereiche umprogrammiert werden. Und warum ist das wichtig? Weil ein Teil der Ökologie besteht ja auch daran, dass wir es einfach nicht mehr uns erlauben können, als Zivilisation, dass große Räume nicht mehr benutzt werden oder nur teilweise benutzt werden. Oder bei der Mobilität ist es so, dass ein Auto am Tag eigentlich 22 Stunden lang ungenutzt bleibt. Und da haben wir die Aufgabe, die Dinge neu so zu betrachten, dass wir sowohl effektiver, aber auch effizienter mit unseren Ressourcen umgehen. Also wir hören raus, das Thema Nachhaltigkeit ist wirklich allumfassend wichtig, Lutz. Das heißt, wir sprechen ja hier auch von anderen Materialien im Bereich Bauen, im Bereich Innenarchitektur. Was heißt das denn für die Designer? Die sind da bestimmt sehr gefragt jetzt. Ja, ich würde sagen, tatsächlich bei diesem Thema sind die Designer immer schon gefragt gewesen, haben sich engagiert, waren das für 10, 15 Jahren Themen wie Bionik etc. Natürlich dann Upcycling, Recycling, Materialien zu bringen. Was ich jetzt sehr spannend finde, übrigens in der Architektur tatsächlich jetzt auch wirklich am Durchbrechen, aber auch im Produktdesign natürlich. Wir haben ja viele mittelständische Firmen, die sozusagen materialbedingt in bestimmten Branchen sind. Sanitärbereich, die Keramik oder die Holzkompetenz im Möbelbereich, im Wannenbereich gibt es dann noch die Email. Und ich glaube, da jetzt zu schauen, wie kann ich aus dieser Kompetenz heraus, aus dieser Jahrzehnt- oder teilweise jahrhundertlangen Erfahrung, wenn ich an Tonnet denke mit dem Buchholz zum Beispiel, wie kann ich da
Transformation auch in andere Bereiche herstellen, nämlich hier wirklich neue Materialien zur Anwendung bringen. Und auf der anderen Seite, glaube ich, ist es auch das Regionale, was natürlich, wo auf einmal ja fast schon disruptiv ganz neu gedacht wird, die Frage stellen, woher kommen die Materialien, wie weit müssen sie eigentlich transportiert werden und was kann ich da für neue Lösungen sehen. Ich finde es, wie gesagt, gerade im Bereich der Architektur gerade ganz spannend, dass wirklich so Beton etc. vollkommen in Frage gestellt wird und ja, geschaut wird, wie können wir eigentlich zu ganz anderen Lösungen da zukünftig kommen. Und da sind ja jetzt eben auch schon ein paar Stichworte gefallen, nicht auch die Flexibilisierung, die Frage, wie kann, komme ich eine fertige architektonische Form, die so ist, oder wie sind eigentlich meine Lebensbedürfnisse und müssen da auch eben neue, ganz neue Lösungen gefunden werden. Also die richtige Lösung aus allen Möglichkeiten finden. Ist auf jeden Fall eine sehr schöne Aufgabe. Nick, Deutschland ist natürlich auch immer sehr stark dabei, wenn es darum geht, in der Luftfahrt zu forschen. Jetzt haben wir alle schon so ein bisschen geträumt, bevor die Pandemie kam. Vielleicht kommt irgendwann das Lufttaxi und wir fliegen von A nach B und da ist kein Stau und das wird alles so schön. Und dann kam die Pandemie. Jetzt wollen alle entschleunigen. Was heißt das jetzt für unsere Zukunft? Ja, das ist natürlich ein gutes Stichwort, Julia. Man kann ja durchaus sagen, Deutschland als Nation der Ingenieure ist wirklich, hat eine leitende Rolle in der Technologie. Aber in der Anwendung hinkt Deutschland leider doch sehr hinterher. Das heißt also, die Frage, wann sehen wir eigentlich und wo sehen wir vor allen Dingen Urban Air Mobility, das wird garantiert nicht in Deutschland zuerst passieren, weil hier die Regulationen sehr viel strikter sind, als es zum Beispiel in Südostasien ist. Wir denken, und da gibt es den sogenannten Gartner Technology Hype Cycle, das wird jedes Jahr rausgebracht, wie so verschiedene Technologien sich von der Ankündigung her in so einem Hype befinden, wo im Grunde die allergrößten Erwartungen an die neue Technologie, die Hoffnung gestellt werden. Und man sagt also, dass die Urban Air Mobility kurz vor diesem Peak ist, dieses Hype Cycles. Und danach kommt dann erstmal das Tal der Desillusionierung. Und dieses Tal der Desillusionierung ist eine Phase, in der Technologien hineinfallen, wo man dann merkt, das ist alles doch nicht so einfach, wie man sich das vorgestellt hat. Und danach kommt aber dann, das ist die gute Nachricht, dann ein Anstieg des Erfolges dabei und dann irgendwann ist die Sache dann auch wirklich produktiv. Im Moment sind so die Voraussagungen, dass es so rund 10 Jahre noch sind, bis wirklich Urban Air Mobility für viele Leute ermöglichbar in unseren Städten stattfinden wird. Also wir brauchen da noch ein bisschen Geduld. Wir sind selber als Graph Brand Lab auch aktiv dran am Arbeiten mit dem Voloport, wo wir wirklich mal gesagt haben, es ist nicht nur ein technologisches Problem, sondern es ist vor allen Dingen auch ein psychologisches Problem. Das heißt also, wenn man so eine Technologie, nur weil sie technisch machbar ist, bedeutet das noch nicht, dass sie akzeptiert wird. Und hier ist das große Thema Trust. Also wie kann ich mich so einem batteriebetriebenen, wackeligen, kleinen Gerät überhaupt anvertrauen? Und bei BrandLab arbeiten wir im Grunde an der kompletten User Experience, die was vor dem Flug, dem eigentlichen Flug und dem nach dem Flug, jeden Touchpoint im Grunde zwischen den Kunden und diesem Service versucht zu orchestrieren und an jeder Stelle maximale Transparenz und Vertrauen zu schaffen. Also ein bisschen Geduld brauchen wir auf jeden Fall noch, ist nicht schlimm. Im Moment müssen wir eh zu Hause bleiben. Deswegen, Una, würde ich sagen, sprechen wir auch nochmal übers Zuhause. Ich glaube, die meisten von uns hatten vor der Pandemie den Eindruck, dass unser Zuhause, wenn ich das so flapsig sagen darf, irgendwie ja funktioniert. Man war jetzt nicht so oft da, alles war irgendwie ganz gut. Dann kam die Pandemie, jetzt sind wir ganz viel da. Wird dieser Gedanke jetzt vielleicht nochmal neu überdacht, auch auf der Konsumentenseite? Funktioniert das Zuhause vielleicht gar nicht mehr so gut, wie man dachte? Ja, ich glaube, es war so, das Zuhause war ein bisschen wie eine vernachlässigte Tante. Es gibt immer in die Familie irgendwie ein Mitglied, mit dem man irgendwie ungern telefoniert oder man muss sich eigentlich darum kümmern, aber eigentlich weiß man, dass es anstrengend ist. Und so war das für viele Menschen das Zuhause, was man alles da anschaffen musste und neu organisieren und so weiter. Und jetzt haben wir einfach diese Chance gehabt. Wir mussten das so wahrnehmen. Und ich glaube, das ist eine große Chance, nicht nur für Materialien, für Möbel, aber auch für Grundrisse, wenn man das neu denkt für die Zukunft. Zu sagen, wir werden wahrscheinlich auch in die Zukunft viel mehr
Homeoffice arbeiten. Ich nenne das immer Hoffice, weil ich mag diese Anlehnung an das Wort Hope oder Hoffnung. Und ich glaube, für viele Leute, es gibt schon natürlich die Nachteile, aber auch die Vorteile, dass man weniger reisen muss. Man sagt, Cooking is the new commute. Und da natürlich, wenn man das ökologisch auch denkt, dass die Leute weniger reisen zur Arbeit und zurück, ist auch ein wichtiger Faktor. Da kommen wir auch wieder an dieses Thema Trust, natürlich mit der Arbeitgeber und so weiter. Aber man redet heutzutage von neuer Flexibilität, neuer Hybrid-Arbeitsverträge. Und das heißt, wir müssen unsere Grundrisse anders organisieren, diese berühmte Flexibilität, nachdem man oft gestrebt hat als Designer, Architekt und so weiter. Modularität und solche Themen. Und ich glaube, da sieht man jetzt schon die kreativen Ansätze von nicht nur in den Coworking Spaces, aber auch für den Homeoffice Möbelbereich. Das finde ich einfach ein sehr spannender Bereich im Moment. Also Office gefällt mir wirklich gut, das werde ich in meinen Sprachgebrauch übernehmen, danke dafür. Sprechen wir vielleicht nochmal ein bisschen größer vom Zuhause in die ganze Stadt, denn im Home Report, Una, erwähnen Sie auch immer wieder die resiliente Stadt. Vielleicht nochmal für uns alle, was genau ist für Sie denn die resiliente Stadt und wie wird eine Stadt zu einer resilienten? Ja, Städte, ich bin in London aufgewachsen und Städte für mich sind, so wie der ein dänischer Dichter gesagt hat, die besten Städte sind komplex, die sind chaotisch und kolossal, die drei Cs. Und man muss die sind komplexe Systeme, die immer wachsen, die müssen sich immer ändern. Es gibt keine perfekt fertige Stadt. Und die Stadt der Zukunft in einer Art Resilienz ist auch die Idee von, was Taleb gesagt hat, was Nikolaus schon angesprochen hat, die Agility. Das heißt, es muss nicht starr sein, es geht um die Flexibilität, die Adaptivität. Und für die Stadt der Zukunft, wenn man das über die Resilienz anschaut, es geht nicht nur um das physische Resilienz, aber soziale Resilienz. Wir haben viele Städte, wo man sehr viele einsame Menschen, sehr viele Single Households, bis zu 50%, glaube ich, in Berlin, Hamburg, solche Städte. Und die Pandemie hat uns wirklich gezeigt, dass die Einsamkeit und die soziale Isolation ein großes Thema ist. Und was ich finde super jetzt, ist, dass es kein Tabuthema mehr ist. Leute können offen darüber reden und das wird man sich weitertragen jetzt in die Zukunft, wie man anders Wohnen organisiert, so man diese soziale Resilienz hat. Und da sehe ich, wenn man das demografisch auch anschaut, man sieht, dass wir werden in den nächsten 20 Jahren mehr ältere Menschen haben. Und die haben eh den Tendenz, zu vereinsamen. Und da ist auch eine Strategie für die Stadt der Zukunft. Wie kann man das mobiler machen, dass die Menschen raus aus ihrer Wohnung, die sogenannte 15-Minute-City, das ist ein großes Thema, diese Hyperlokalisierung, dass man die Nachbarschaft viel mehr an sich hat. Man hat mehr eine Verbindung zur Nachbarschaft, eine Beziehung hat man aufgebaut jetzt während der Pandemie und da sieht man auch die Chancen für die kleine Gegenden in der Stadt, dass man viel mehr so dörfliche Strukturen hat und das baut ein Resilienz auf für eine Stadt. Auch natürlich kann man auch über die ökologische Resilienz reden. Es gibt Resilienz auf der sozialen Ebene, ökonomische, viele Aspekte. Und da muss man an jeder von diesen Strängen arbeiten. Also Resilienz als kurzes Wort, das aber für so viele Aspekte steht. Und Lutz, wie kann denn das Design ganz konkret diesen Aspekten gerecht werden? Wie das Design diesen Aspekten gerecht werden kann? Ich glaube, das Design alleine vermag das nicht. Ich glaube, diese Flexibilität, die eben anklang, ne, wir sind ja im Moment sehr, sehr konfrontiert eigentlich damit, dass fast in den Städten eine Verdrängung stattfindet, wenn wir von Gentrifizierung auf der einen Seite sehr lange schon sprechen, auf der anderen Seite ist es Eigentum gegen Miete. Im Moment, letztes Jahr, jetzt in der Pandemie, haben wir gesehen, dass sozusagen der Verkehrsraum auf einmal neu aufgepinselt wird, da wird verdrängt sozusagen, dass die Radspur, die Autospur und ich glaube, dass wir zukünftig nicht das Zukunft der Stadt nicht über so eine Verriegelung lösen können, sondern einfach schauen müssen, wie können wir erstmal auch alle mitnehmen und wie können wir dann zu Lösungen kommen, die akzeptabel sind und eben hier auch eine gewisse Flexibilität dann entsprechend
schaffen. Das Gleiche haben wir mit dem Thema der Nachhaltigkeit natürlich, nicht? Die Müllvermeidung, das nächste große Problem, was eigentlich auf die Bürger zurollt. Und ich denke, da wäre es eigentlich spannend, gerade aus dem städtischen Bereich herauszudenken, vielleicht auch mal Methodiken des Design anzuwenden. Ne? Wir haben das ja in der Industrie inzwischen sehr erfolgreich, dass wir mit Design Thinking Methoden arbeiten. Und ich glaube, wir müssen den Kreis offener machen und Kreis größer machen und involvieren die Bürger, damit wir diese Transformationsprozesse dann auch abschließen können und natürlich auch die Kompetenzen mit reinholen in diese Prozesse. Ich glaube, das finde ich ganz wichtig. Also sehr viele Komponenten, die dazu beitragen, dass unsere Städte sich verändern. Und Nick, eine Komponente ist mit Sicherheit auch der neue Mobilitätsmix, denn Mobilität entwickelt sich natürlich massiv im Moment. Welchen Einfluss hat dieser konkret auf die Struktur von der Stadt? Ja, da kann man wieder bei Leuten nachlesen, die viel schlauer sind als ich. Also eine sehr interessante Einsicht ist in dem Buch von Jeffrey West About Scale. Da redet er darüber, wie sich verschiedene Systeme skalieren, also vom Molekularbereich bis zu Megacities. Und eine Sache, die rausstark war, dass es jemanden gab in den 70er Jahren, ein Jakob Zahavi, und der hat die Unified Mechanism of Travel Model erstellt. Also ein gesamtheitliches Travel Model. Und er hat behauptet, dass in jeder Stadt, und zwar unabhängig der Größe der Stadt, die Travel Time, die Commute Time zwischen Arbeit und Wohnen 30 Minuten beträgt. 30 Minuten morgens hin, 30 Minuten Arbeit zurück. Und zwar unabhängig davon, ob das jetzt in New York City passiert oder in Bielefeld passiert. Und dass die Leute gleichzeitig, um diese Distanz zu überwinden, immer die schnellste Mode of Travel benutzen, die sie sich gerade leisten können. Das heißt also, die Größe der Stadt wird danach skaliert werden, wie die Leute sich darin bewegen können. Und das heißt also, wenn wir jetzt mehr in Bicycling und Walking gehen, würden diese Stadtkerne werden automatisch schrumpfen. Wenn wir solche Mobility Modes wie zum Beispiel Urban Air Travel haben, dann werden auch die Distanzen und die physischen Grenzen der Stadt wieder größer werden. Was sind andere Faktoren? Die andere Faktor ist natürlich, dass das liebe Auto, ich bin Autofan, das Deutschen immer noch liebstes Kind, bekommt eine andere Rolle. Der Besitz ist nicht mehr da, es gibt die Sharing Economy, es gibt die E-Mobility, und das wird also ganz massiv natürlich die Verkehrsinfrastruktur der Städte beeinflussen. Das hat damit zu tun, dass es, was weiß ich, Tankstellen werden zum großen Teil obsolet werden, Parking Structures werden obsolet werden, denn die Autos eigentlich ständig in Bewegung sind, weil sie ja geshared sind und nirgendwo mehr abgestellt werden müssen. Das heißt, wir haben eine massive Veränderung der ganzen Verkehrsinfrastrukturen, die mit so viel Elan seit den 70er Jahren gebaut werden werden. Und wir müssen uns überlegen, was wir jetzt mit denen machen. Also bei Graph Brand Lab zum Beispiel hatten wir jetzt die Aufgabe, uns eine Neunutzung des Tegel Flughafens zu überlegen. Und daraus wurde dann die Urban Tech Republic. Und wir haben da mit PCH, AROP und EPR versucht, neue Nutzungskonzepte zu entwickeln. Und zwar unter Einflussnahme der Bevölkerung als ein Shared Process. Also ich denke, wir werden insgesamt in der urbanen Mobilität, die Veränderung in der urbanen Mobilität wird das Angesicht unserer Städte ganz massiv verändern. Also die Städte werden künftig anders aussehen. Sie werden natürlich aber UNA auch weiter wachsen. Deswegen die Frage an der Stelle, wenn wir so dringend Wohnraum benötigen, bedarf es vielleicht auch anderen, ich sag mal, Herstellungsverfahren. Ist denn zum Beispiel 3D-Druck eine Möglichkeit, da dem Bedarf gerecht zu werden? Ich glaube, was ganz schön für die Zukunft ein Potenzial hat, ist modulares Bauen. Modulares Bauen ist super interessant, weil man kann schneller ein Hochhaus aufstellen. Es ist ökologischer, es ist viel weniger Lärm für die Nachbarschaft. Ich weiß nicht, wenn Sie neben einer Baustelle gewohnt haben und 2 Jahre lang so ein großer Prozess und super nervig und Lärm und so weiter, aber es gibt wunderschöne Beispiele von Hochhäusern, zum Beispiel in New York, in ganz enge Plätze, wo man 75 Wohnungen innerhalb 4 Wochen aufgestellt haben. Die waren immer vorgefertigt, so auch Leichtbauweise. Und
Es geht eigentlich, nur das Gegenargument ist, viele Architekten sagen, es beschränkt die Idee, dass man ein bisschen Freiraum hat zum die Kreativität. Und aber innerhalb dieser Module kann man die individualisieren. Man kann die flexibel gestalten und für jede eher große, zwei Module für eine große Familie oder ein Modul für weniger. Wir haben auch, wo wir unser Haus gebaut haben in Wien, haben wir auch gesagt, wir bauen das modulmäßig, weil die Idee war zu sagen, man braucht diese Flexibilität. Wir können leider unsere Module nicht bewegen, aber das war so mehr philosophisch gedacht als physisch. Aber die 3D-Druck, ja, man sieht das auch in Länder wie Afrika, wo die anfangen jetzt mit verschiedenen Methoden da. Aber ich glaube, es geht ein bisschen, ja, erstmal langsam. In China machen die das mit Beton. Man kann so diese Beton 3D Gebäude machen. Es hat noch Potenzial, aber ich frage nur ein bisschen, ja, wie ökologisch das ist und wie stabil die sind. Ich glaube, es ist noch am Anfang, aber ich sehe viel mehr Potenzial in das Modular. Und das Modular hat eine lange Tradition. Ich meine, Le Corbusier hat schon vor vielen Jahren viele Projekte gemacht und es gibt schon verschiedene ökonomische, ökologische und strukturelle und organisatorische Vorteile von Modulars bauen. Also ganz verschiedene Möglichkeiten, Häuser zu produzieren, wenn man so möchte. Und wenn wir über Produktion sprechen, Lutz, dann an der Stelle vielleicht die Frage an dich. Welche Erfahrungen aus der Pandemie, denkst du denn, werden jetzt mitgenommen in den Produktionsalltag generell? Ups. Das ist eine Frage. Deswegen stelle ich sie dir. Gut. Was wird mitgenommen? Naja, ich glaube, dieses Bring to Market, diese Thematik, das haben viele Unternehmen letztes Jahr erlebt, relativ kurzfristig ihre Produktion umstellen zu müssen. Also da auch wieder noch flexibler werden, schneller reagieren zu können. Das werden wir sicherlich mitnehmen müssen auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite, ja, ist natürlich das ganze Thema der Nachhaltigkeit dann wichtig. Ich glaube auch, und das fängt natürlich eigentlich im Grunde in der Frage an, braucht es die Welt das Produkt überhaupt noch? Ja? Also ich glaube, das ist eine Verantwortung, der sich auch die Unternehmen ganz stark stellen müssen, bei jeder Neuentwicklung zu fragen, wo ist der Need? Braucht es der Kunde? Welchen Sinn macht es? Welchen Fußabdruck hinterlässt dieses neuerliche Produkt? Deswegen also schon vor der Produktionsbedingung überhaupt anfangen, nach der Relevanz zu fragen und zu schauen, wie kann ich vielleicht auch ohne das Produkt zu neuen Lösungen kommen. Wenn wir vielleicht mit dem 3D-Druck in der Architektur noch nicht so stark, wir haben es eben gehört, Ansätze sehen, so sehe ich das im Produktbereich schon. Auch die Fragestellung, wo wird denn produziert, wie lange braucht das Produkt, bis es zu mir kommt. Die Straßen sind verstopft mit irgendwelchen Lieferdiensten. Und da finde ich sozusagen eine Regionalisierung der Produktion schon spannend. Ja, wird sicherlich nicht mehr in der Art und Weise stattfinden, wie das in Berlin im 19. Jahrhundert war, im 5. Hinterhof, dann die Klavierfabrik. Aber die Idee, das wieder etwas näher zusammenzubringen, es ist ja im Grunde auch das Wohnen und das Arbeiten, wie mit dem Office sozusagen ein Modell ist, da zu schauen, welche Auswirkungen kann das auch auf die Welt der realen Produktion, also der Fabriken haben, das finde ich ganz spannend. Und da können wir sicherlich auch noch ganz neue Aufgaben für die Stadt daraus ableiten. Manche Aufgaben sind vielleicht gar nicht mehr so neu, wie sie erscheinen. Was möchte ich damit sagen? Wir sitzen ja jetzt in Frankfurt und das sogenannte neue Frankfurt wird ja jetzt dann UNESCO-Weltkulturerbe werden. So ein bisschen denke ich mir, so neu ist die Herausforderung gar nicht. Auch heute stehen wir eigentlich vor der Herausforderung, dass Wohnraum immer knapper wird, Immobilien werden immer teurer, man muss was tun. Eigentlich eine andere Art von neuem Frankfurt, das hier vielleicht gefragt ist. Würdest du das auch unterstreichen? Und wenn ja, kommt jetzt die große Frage, wie sähe dann für dich das Frankfurt, das neue Frankfurt des 21. Jahrhunderts aus? Naja, schauen wir mal zurück, was können wir von Ernst May lernen natürlich. Ne? Es war sozusagen hier in einem bestimmten sozialen Bereich viel Wohnraum zu schaffen und das eben auch sozusagen aus der Enge der Innenstadt hinauszugehen, ein Grün sozusagen herumzugruppieren und es tatsächlich nicht nur an der starken Außenform zu belassen, sondern auch zu sagen, ich schaue mir eben auch die Abläufe innen
an. Ne? Die Frankfurter Küche zum Beispiel von Margarete Schütte-Lihotzky ist wirklich eine ganz großartige Innovation gewesen. Sie hat die Küche auch mit dem Wohnraum dann noch in einer ganz neuen Weise verbunden. Und ich glaube, das ist ganz spannend, wenn ich mir bestimmte Neubauviertel jetzt auch gerade in Frankfurt hier aus den letzten Jahrzehnten anschaue, Typisierung etc. Da ist ja nicht mehr viel passiert. Das ist sozusagen eine Rationalisierung, eine Aufbrechung der Wohnräume, aber hier einen ganzheitlichen Ansatz zu schaffen, der beim neuen Frankfurt tatsächlich bis in die Möbelausstattung hinausging. Ich glaube, das ist ein Learning, das wir daraus haben könnten, hier einfach ganz neue Dinge zu entwickeln. Und was man ja nicht vergessen darf, es ist ja vor allen Dingen interessanterweise eine auch politisch gewollt gewesen. Es ist also ein Programm gewesen, was ganz stark eben auch politisch durchgesetzt wurde, damals von der Frankfurter Stadtregierung. Und ich glaube, das braucht es. Und wenn wir da ein paar Sachen übernehmen können, dann können wir vielleicht auch hoffen, dass diese Initiative der Europäischen Kommission, des New European Bauhaus, da entsprechende Akzente setzen wird. Das würde mich sehr freuen. Das würde uns alle entsprechend freuen. Schade ist es, dass wir in 100 Jahren nicht mehr sehen werden, was denn am Ende jetzt noch wirklich Eindruck gemacht hat und was nicht. Aber für uns alle wird es auf jeden Fall sehr, sehr spannend bleiben. So war auch das Gespräch. Deswegen an dieser Stelle an alle drei ganz herzlichen Dank. Das waren tolle Eindrücke. Und wir werden natürlich weiter dranbleiben, um zu hören, wie das dann so weitergeht mit den Innovationen und der Zukunft. Ja, und damit sind wir auch schon, Sie merken es, am Ende unserer Gesprächsrunde zum Thema Innovation. Wir bedanken uns auch bei Ihnen ganz herzlich, dass Sie heute dabei waren und freuen uns natürlich, Sie bei im nächsten Roundtable dann wiederzusehen. In der Zwischenzeit besuchen Sie doch die All Eyes On-Site und folgen Sie uns auch auf den sozialen Medien für weitere Informationen rund um unser Programm und schöne Videos. Bleiben Sie gesund, alles Gute und bis zum nächsten Mal. Dankeschön.